Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Da ja die letzte Folge ein paar Lichtjahre her ist, schauen wir jetzt einfach mal kurz ins Tagebuch, so ganz kurz und knackig, und gucken uns an, was wir hier eigentlich jetzt zu tun haben. Auf Noveria befinden wir uns. Wir haben herausgefunden, dass sich die Matriarchin Benesia auf Noveria befindet. Aber sie hat bereits die öffentlichen Bereiche des Raumhafens verlassen. Um sie verfolgen zu können, benötigen sie einen Pass für die Garage. Administrator Anolet hat ihnen einen solchen Pass verweigert. Aber vielleicht können sie ihn dennoch überzeugen oder sich auf andere Weise einen Pass beschaffen. Ja, wir suchen Matriarchin Benesia. Das ist die rechte Hand von Saren. Soweit wissen wir es. Und müssen uns jetzt sozusagen Zugang zu ihr verschaffen, indem wir den Raumhafen verlassen. Das ist im Moment unsere Aufgabe. Und wir sollen mit Administrator Anolet sprechen. Dann haben wir noch die zweite Quest, Würmeier. Das ist ein anderer Planet, da sollen wir uns umschauen. Da wurde auch irgendwas zu Saren gefunden. Was ist das hier? Ja, wir müssen die Röhre finden. Das ist diese dreigeteilte Questreihe sozusagen. Wir waren auf Pheros, wir waren im Artemis Tau Cluster und jetzt sind wir auf Noveria, um Hinweise über die Röhre zu bekommen. Ja, und wir müssen, irgendwie ist das ein bisschen komisch gemacht hier. Wir müssen auf jeden Fall nach Gipfel 15. Okay. Dann haben wir noch Nebenaufträge. Im Moment sind wir dabei, Spionage zu betreiben, glaube ich. Das war, glaube ich, der letzte Stand. Genau. Wir müssen Vargas in ein Geschäftsgespräch verwickeln. Ja, versuchen wir das doch einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo wir den guten Mann finden, aber das dürfte uns die Quest ja sagen. Bewegen wir uns dort mal hin. Ne, warte mal, der war an der Bar, ne? Das ist hier unten. Da ist es. Direkt mal kurz speichern. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Vargas, Commander Shepard vom Allianzmilitär. Ist es richtig, dass Sie für Binhex arbeiten? Korrekt. Raphael Vargas, Handelsvertreter. Sind Sie interessiert an unseren Diensten? Ich soll Sie ausspionieren. Ja, das ist super. Vielleicht. Das hängt davon ab, was für ein Angebot Ihre Firma macht. Ich dachte eigentlich, dass die Allianz alle ihre Verbesserungen von Marsgene vornehmen lässt. Korrekt. Dann wissen Sie sicher auch, dass wir jedes Geschäftsjahr ein neues Budget verabschieden. Wenn unsere Soldaten dadurch besser werden, können Verträge sich ändern. Eine vernünftige Geschäftspraxis. Verzeihen Sie bitte mein Zögern. Ich habe nur noch nie gehört, dass die Regierung einen guten Geschäftssinn beweist. Zuerst das übliche Kleingedruckte. Wir können nicht garantieren, dass genetische Verbesserungen funktionieren. Wir können die Chancen erhöhen, aber jeder DNS-Strang ist einzigartig. Unsere patentierten Techniken können für eine 8%ige Verbesserung der Adrenalinreaktion sorgen, für eine 12% schnellere Blutgerinnung und für einen messbaren Rückgang in Muskeldegeneration. Ah, Muskeldegeneration. Wir verwickeln ihn jetzt sozusagen in ein Geschäftsgespräch und dann können wir irgendwie dieses Gerät benutzen. Ich habe noch nie von einer Technologie gehört, die die Schwerelosigkeit erträglicher macht. Es ist auch eine Neuheit. Das Aufkommen von Element Zero basierter künstlicher Schwerkraft machte diese Angelegenheit weniger dringlich. Wir warten immer noch auf Tests, um eine durchschnittliche Verbesserung festlegen zu können. Wir rechnen mit einem 7-11%igen Rückgang bei der Muskelschwundrate. Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 2015-Sicht und ein Gehör von 12.000 bis 22.000 Hertz. Boah. Wie würden Sie die Upgrades verabreichen? Retroviren zu spritzen würde ziemlich lange dauern. Es benötigt auch eine gewisse Zeit, einen Körper mit angepasster DNS zu behandeln. Hautzellen können innerhalb von 2 Wochen ersetzt werden, aber die Leber braucht über ein Jahr und das Skelett ein ganzes Jahrzehnt. Für Soldaten an der Front könnten wir den Prozess mit umfassenden Transfusionen und Injektionen zur Wachstumsstimulation beschleunigen. Es würde allerdings immer noch 6 Monate dauern, bevor man Ergebnisse sieht. Ich muss zugeben, dass es mich überrascht hat, dass Sie geschäftlich hier sind.
Auf Noveria gibt es derzeit viele Forschungsprojekte, von denen nicht alle ganz legal sind. Na, und jetzt können wir hier nicht weitermachen. Das ist ja blöd. Aber wie viele medizinische Details alleine schon wieder in diesem Dialog jetzt eben steckten. Ja, das ist ja blöd, ey. Jetzt können wir hier nicht draufklicken. Na. Ich habe vielerlei Aufgaben, Mr. Vargas. An manchen Tagen mache ich Kriminelle unschädlich, an anderen entschärfe ich Sprengköpfe, an wieder anderen fröne ich privaten Lastern. Verstehen Sie, was ich meine? Ich schätze ja. Verzeihen Sie mir, aber Ihre Manieren sind recht informell für ein Geschäftstreffen. Okay. Ich werde angepiept. Tut mir leid, Mr. Vargas, aber ich muss jetzt einen Anruf entgegennehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Selbstverständlich, Commander Shepard. Wir freuen uns darauf, von der Allianz zu hören. Tagebuch. Was sagt das Tagebuch? Nee, warte mal. Das war Schmuggel? Sie haben sich erfolgreich in Vargas Netzwerk eingeloggt. Kehren Sie zu Melin Kellis zurück. Okay. Wo war die? Da hinten. Dann haben wir ja die Aufgabe erfüllt, was? Irgendwelche Ergebnisse? Ihr Spielzeug hat's erledigt. Ausgezeichnet. Ich werde 500 Credits auf Ihr Konto überweisen. Nur 500? Okay, ich dachte, Sie wären vielleicht spendabler, da Sie es ja nicht selbst erledigen konnten. Sagte ich 500 Credits? Ich meinte 750. Auf Wiedersehen, Spectre. Ja, haben wir noch ein bisschen mehr rausgekitzelt, bisschen abtrünnig kassiert. Ja gut, ist halt so. Ich wollte jetzt auch mal so einen Auftrag machen. So, jetzt machen wir aber die Hauptmission weiter, würde ich sagen. Wir haben schon lange genug rumgetrödelt. Wir sprechen mit Administrator Nolei. Wobei ich jetzt erstmal schauen muss, wo der nochmal war. Das hier ist ein Zwischengeschoss. Das heißt, wir müssen wohl wieder nach oben. Oh, ist das lange her. So blöd, dass ich so lange Pause gemacht habe. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Türsteher. Wie komme ich jetzt zurück? Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Was wollen Sie? Wer ist Opold? Ich hörte, dass Opold etwas für Sie hat. Sollte mich das interessieren? Sind Sie sein Kurier oder was? Ja, aber ich habe die Ware noch nicht abgeholt. Setzen Sie sich. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich zahle dem Hanar mehr, als mir lieb ist. Und er Ihnen gewiss weniger, als Sie es gern hätten. Verkaufen Sie es direkt an mich. Ach nee. Nee, tut mir leid. Ich versprach, das für ihn zu tun. Kennen Sie ihn gut genug, um derart loyal zu sein? Tja, nein, aber ich finde ihn voll niedrig. Wenn Sie es sich anders überlegen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Dechiffrierung. Nee, ich wollte jetzt eigentlich zu dem Typen hin. Oh Gott. Da geht's zum Fahrstuhl. Tja, so ist das halt. Wenn er lange Pause gemacht hat, muss man erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Wer kennt es nicht? Dum, dum, dum. Da ist der Fahrstuhl auch schon. Zurück ins Hotel. Beziehungsweise eigentlich wollen wir ja nicht ins Hotel. Wir wollen ja eigentlich zu dem... Wie hieß der Typ? Zum Administrator. Ach so. Was ist jetzt los? Aktivieren. Ich habe den Fahrstuhl doch aktiviert. Hallo. Hallo? Also irgendwie geht das gerade nicht. Und ich komme auch nicht weg. Ich kann mich auch nicht bewegen.
Das ist großartig. Was ist das denn jetzt? Och nee. Bestimmt irgendein Bug. Ja, dann muss ich laden. Schnell speichern. Wo hat er jetzt gespeichert das letzte Mal? Bei der Quest? Ja. Nein, wir haben natürlich noch nicht mit ihm geredet. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt funktioniert's. Keine Ahnung, was das eben für ein Bug war. Dann wollen wir doch mal schauen. Musik hört abrupt auf. So, jetzt sind wir... Zielort. Da ist das Administratorbüro. Da wollen wir hin. Okay. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Das ist richtig jetzt? Ne, wir müssen noch links. Warum wird mir hier ein Zielort angezeigt? Komisch. Na egal. Wir gehen zum Admin. Ich glaube, wir hatten noch nicht mit dem gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht besonders kooperativ sein wird. Wegen unserem Anliegen. So, da ist die. Wir laufen einfach an ihr vorbei. Sprechen direkt mit dem Typen. Hallo. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Was soll das denn heißen? Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Definieren Sie Eskorte... Warum ist sie hier? Themawechsel. Ja, das wird er uns mit Sicherheit nicht sagen. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Seltsam, dass sie das nicht stört. Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Okay, Themawechsel. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Boah, der nervt. Opold bat mich zu schmuggeln. Das interessiert den doch bestimmt gar nicht. Opold will, dass ich ein Paket durch die Sicherheit schmuggle. Ich brauche mehr, um etwas unternehmen zu können. Bringen Sie mir, was er schmuggelt, dann kann ich handeln. Was würden Sie für mich tun? Ich würde Sie entschädigen. Die genaue Summe hängt von der Schwere von Opolds Vergehen ab. Ich dachte, wir wollen mit ihm reden. Ich dachte, er soll uns helfen. Ich kümmere mich darum und melde mich später bei Ihnen. Ich weiß Ihren Bericht zu schätzen. Ich bin schon weg. Soll uns irgendwie helfen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend... Er soll die Klappe halten, auf jeden Fall. Aber sie hat bereits die Öffnung. Ja, das wissen wir. So, mit dem haben wir geredet. Annelie hat sich von ihrer Legitimation nicht beeindrucken lassen. Sie müssen einen anderen Weg finden, um... Ja, super. Wie denn? Dringende Nachrichten. Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Wie sollen wir das denn rausfinden? Sei Dank, dass es hier drinnen warm ist. Was wir tun müssen.
Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Ja, wer denn sonst? Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Ja, was schlagen Sie vor? Okay, okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anuleis. Okay. Wir reden später weiter. In Ordnung. Hotelbar. Die war... Oh, wo war die nochmal? Ah, ich kenne mich nicht aus. Irgendwie gerade nicht so angenehm hier, mich wieder durchschlagen zu müssen nach so langer Zeit. Aber das wird sich, denke ich, bald legen. Die Hotelbar, war die da, wo wir vorhin waren? Wo wir mit dem Typen gesprochen haben? In diesem Zwischengeschoss? Weil hier sieht es nicht danach... Oh, was ist mit der Karte? So. Hier sieht es nicht danach aus. Dann müssen wir wahrscheinlich... wieder in dieses Zwischengeschoss. Da war ja die Bar. Nee, warte mal. Hier geht's ja in die Garage, oder? Ja. Wo war denn das jetzt? Dort, glaube ich, geradeaus. Nee. Hier aber, oder? Hier ist ja der Fahrstuhl. Ja, schön. Diesmal ist er auch nicht verbuggt. Also, mit wem sollten wir nochmal reden? Wie hieß der? Lorik Queen Geschäftsmann. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Es sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Ja. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre... Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Woher weiß er, dass ich Spectre bin? Wieso halten Sie mich für einen Spectre? Ihr Bild ging bereits an jeden Angestellten. Wir wurden gewarnt, wenn wir mit Ihnen reden, kann man uns kündigen. Oh. Lorik Keen. Ich bin der momentane Leiter des Büros von Synerq. Okay. Momentan? Mr. Anuleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Okay. Ja, das interessiert mich jetzt aber gar nicht so sehr. Ich will jetzt eigentlich eher wissen, wie er mir helfen kann. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anuleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Aha. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anuleis hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und okay. Einige Credits. Okay, das klingt super. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? In der Suppe. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anuleis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Okay. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich. Ja, okay. Ja? Der Fahrstuhl. Welcher Fahrstuhl war das jetzt? Das ist der einzige auf dieser Etage. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Jetzt müssen wir nur den Bürofahrstuhl finden.
Na, oh, das dauert immer so lange mit diesen Fahrstühlen. Okay. Opols Geschäft. Fahrstuhl zu Sync. Sync IQ. Ist das der? Wahrscheinlich, ne? Der war vorher zu, oder was? Vermutlich. Mal doch mal schauen, was uns dort erwartet. Wer ist er jetzt? Spectre, was? Spectre. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Ja. Anolés oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Ja, haben wir. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Ja, okay. Ich muss gehen. Also, ich bin hier, falls Sie was brauchen. Von dem bekommen wir nichts. So, das ist der Fahrstuhl, wo wir, glaube ich, jetzt hoch müssen. Boah, ich glaube, ich schneide die Fahrstuhlfahrten raus. So, stehen bleiben. Handschuhensicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Was geht hier vor sich, oder was? Was machen Sie in diesem Büro? Anordnung des Administrators. Gegen Lorikin wird ermittelt. Aha. Anolays bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsuo, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolays kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen, und wir sahen Sie nicht. Oh, sehr schön. Das hat uns ja diesmal geholfen. Los, los, los! Oh. Ich hatte gehofft, dass wir ohne Kampf hier durchkommen. Aber nun, eher nicht. Man zeigt sich unwillig des Kurses. Geladen. Was war das denn? Naja, wir müssen jedenfalls hier rein. Wo ist jetzt der Typ? Okay, meine Kollegen haben ihn schon erschossen. Upgrade Kit. Ah. So. Das ist vermutlich das, was wir suchen. Manuelles Überbrücken. Bericht über vermisste Personen. Zu Händen Administrator Anolea. Mein Name ist Gareth. Sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenos-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Okay. Müssen wir jetzt irgendwie... Ah, wahrscheinlich müssen wir nach oben. Dann war das hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das jetzt eben für eine Quest war. Wo das zugehörte. Boah, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust, diese ganzen Spinde aufzumachen. Viel wichtiger ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Da. Tali ist irgendwie vergiftet oder so. Nee, du stirbst. Ups. Ist hier oben was? Da ist das Büro. Nee, Loriks Büro. Ist das der richtige Typ? Ich bin so verwirrt. Es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Nein, eigentlich bin ich immer durcheinander, aber heute ganz besonders. Okay. Ja, wir haben die Beweise. Sehr schön.
Oh, wir können ja mal versuchen, das zu überbrücken. Ja, ich hab's verkackt. Ah. Verdammt. Nee. Ich kriege heute gar nichts auf die Reihe. Naja, immerhin haben wir jetzt die Beweise und dann gibt er uns hoffentlich seinen Pass und dann kommen wir immerhin mal hier raus und können endlich... Hi. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Nein, wohl nicht. Und Sie? Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehr Fürsorge Elanus. Und schlechte Frisur. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil Sie geschmiert wurden. Und wir sollen uns schlecht fühlen, weil wir Sie aufhalten? Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um Sie in Stücke zu reißen. Kann das sein, dass wir ganz schön OP sind? Ich meine, wir machen die ja alle... Wir schießen die ja alle nieder. Ohne Kompromisse. Nee, warte mal. Wo ist denn... ein Präzisionsgewehr. Ich bin dran. Ah, ich hab ja wohl getroffen. Ich mache ich fertig. So, wo ist der andere Typ? Hä? Ja, wo ist er denn? Ist er dahinter? Ja, wenn er nicht zu uns kommen will, dann gehen wir eben zu ihm. Komm ran. Dich mache ich. Ja. Okay. So, jetzt geht's zurück in zu dem Turianer. Und dann kommen wir endlich raus aus diesen mafiösen Verhältnissen hier. Ist ja schlimm mit denen. Wer ist sie? Commander. Ach so. Es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren bestimmt Anolais Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Oh, was? Die wollen immer alle irgendwas. Das ist ja schlimmer als in Game of Thrones hier. Auf einen Drink. Okay. Also wieder nach oben zur Hotelbar und dann reden wir mit dem Turianer-Typen. Ach nee, ich bin wieder falsch gelaufen. War ja klar. Boah, immer diese Laufwege. Bin heute ein bisschen ungeduldig. So, da dürfte sie sein, ja. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Parasiti, warum sind Sie hier? Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolais Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Aber ich brauche doch einfach nur den Pass. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Auf lange Sicht ist es besser, die Quelle des Problems zu beseitigen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Boah. Ja, okay. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will.
Der war jetzt nochmal wo? Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Da. Ein gutes. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt, aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolais aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Anolais Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolais. Sie sind besorgt, so jemanden in ihren Reihen zu haben. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Boah. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Vorbildlich 24 haben wir gerade bekommen. Nee, wo ist es? Hoho. Nicht schlecht. Wir haben 2 Punkte zu vergeben übrigens. Boah, was nehmen wir da denn? Vector Training. So. Okay. Ja, dann muss ich jetzt wieder zu ihr zurück, oder was? Vermutlich. Oh Mann, ist das ein Hin- und Hergerenne. Und dann kommen wir hoffentlich endlich raus. Ist natürlich auch eine Art und Weise, das Gebäude zu verlassen, indem man einfach alle, die einen davon abhalten, in Handschellen rausführt. Oder rausführen lässt. Okay. Laufen, laufen, laufen. Passt, ne? Der wird jetzt Augen machen. Der wird jetzt ganz schön. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Tja. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Ja, schön. Wir sind die Besten. Wir sind die Helden des Tages. Und wir kriegen ein Bier. Ja, jetzt können wir in die Garage. Oh, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Und dann dürften wir endlich die gute Benesia zumindest nach Gipfel 15 fahren können, um dort hoffentlich auf Benesia zu treffen. In der Garage dürfte dann ja unser Marco stehen. Kann man mit dem jetzt eigentlich nochmal reden? Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Er war korrupt. Tja, das sind die meisten hier. Wenn Sie doch nur alle verhaften könnten. Was kann ich heute für Sie tun? Okay. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen.
Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Yay. Oh nee. Nicht die Viecher schon wieder. Na, greifen die uns jetzt an? Ich denke mal, dass die in den Kisten der Materialchen waren. Moment. Ich werde mal das auspacken und dann werde ich das aktivieren und das machen. Aua. Mist. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass sie schon zu nah sind. Wie ich gerade mein Präzisionsgewehr als Nahkampfwaffe benutzt habe. Und Tali hat es direkt entschärft. Was sind das für... Ja. Was sind das für Dinger? Das wissen wir doch inzwischen, oder? Da steht der Marco. Und mit dem... Nee, warte mal. Was ist das denn? Auf der Karte dann. Nee, das müsste aber unser Marco sein. Mal Tali wieder zusammenflicken. Ja, das ist er. Und fahren wir in der nächsten Folge los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und diesmal wird es nicht so lange bis zur nächsten Folge dauern. Das verspreche ich euch. Macht's gut.